Sehr geehrte Frau Herrmann, liebe Anwesende, ob Sie uns online per Livestream zuhören, ob Sie im oberen Saal der Akademie sind, ob Sie hier in der Aula der Katholischen Akademie sind, seien Sie uns alle heute Abend herzlich zu diesem Vortrag willkommen. Mein Name ist Josef Mackert, ich bin Studienleiter an der Katholischen Akademie in Freiburg und heiße Sie auch im Namen unserer Mitveranstalter, Studium Generale und Theater Freiburg, herzlich willkommen zum 40. Vortrag unserer Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft. Erinnern wir uns, vor 50 Jahren erschien der Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, The Limits of Growth. Seit 50 Jahren wissen wir also, dass es mit dem Wachstum so nicht weitergehen kann. Aber wir ziehen immer noch nicht die nötigen Konsequenzen. Keines der Länder, die in Paris das 1,5-Grad-Ziel verpflichtend unterschrieben hat, zum Beispiel, ist auf einem realistischen Weg zu diesem Ziel. Eigentlich müsste es vor allem in unseren Gesellschaften des globalen Nordens einen Wettbewerb um die besten Ideen, um die erfolgversprechendsten Maßnahmen geben, müssten politische Parteien wetteifern um die besten Vorschläge dazu. Sie wissen, es ist nicht so. Umso verdienstvoller finde ich, dass Ulrike Herrmann den Mut hat, das Ende des Wachstums nicht nur zu fordern, sondern auch Wege zu diesem Ziel zu beschreiben. Ein Ziel, das man mit einem Zitat aus ihrem Buch als Überlebenswirtschaft kennzeichnen kann. Ich bedanke mich dafür, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, uns das vorzutragen und mit uns zu diskutieren. Dass Frau Herrmann als Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung in Berlin arbeiten, wissen die meisten von Ihnen. Wenn Sie dort Ihre Autorinnenseite aufrufen, finden Sie alle Angaben zu Ihrem Lebenslauf und Ihren zahlreichen weiteren Büchern. Deshalb muss ich sie jetzt nicht alle aufzählen, weil jetzt soll sie selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ein einziges Detail zu meinem eigenen Leben möchte ich dann aber doch noch erwähnen. Das ist jetzt kein Zufall, dass ich nach Freiburg gekommen bin, denn ich selbst, das hört man ja wahrscheinlich, bin in Hamburg geboren worden, aber meine Mutter stammt aus dem Schwarzwald, aus Hüfingen, in der Nähe von Donaueschingen, und meine Großmutter hat dann später hier in Freiburg gelebt, ist hier auch begraben, und mein Onkel und mein Cousin leben auch noch hier. Deswegen werden also Anfragen aus Freiburg bevorzugt bearbeitet. ja, also der Vortrag hier heißt Eine Welt ohne Wachstum. Das Buch, das haben Sie gehört, heißt eigentlich das Ende des Kapitalismus. Und bevor ich überhaupt anfange, möchte ich auf jeden Fall schon mal ein mögliches Missverständnis ausräumen. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem Wirtschaftssystem, weil es das einzige Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war, das dynamisch ist, das also Wachstum pro Kopf erzeugt und damit Wohlstand. Kapitalismus ist ja ein schwammiger Begriff, jeder versteht darunter was anderes. Für mich ist der Kapitalismus genau das gleiche wie die Industrialisierung, die ab 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa, Nordamerika und schließlich große Teile der Welt verbreitet hat. Und man muss sich eben klar machen, dass vor 1760 keine Gesellschaft weltweit in irgendeiner Art wachsenden Wirtschaft gelebt hat, sondern das waren alles stagnierende Agrargesellschaften, also ob das jetzt die Römer vor 2000 Jahren waren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert, eigentlich sehr weit entwickelt, oder aber eben Freiburg hier im 18. Jahrhundert, alles stagnierende Agrargesellschaften. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Und so eine Szenerie, wie wir sie hier haben, nicht? Dass man einfach gemütlich in einem Saal sitzt und sich über den Kapitalismus unterhält, das wäre jetzt, sagen wir mal, vor 200 Jahren in Freiburg gar nicht möglich gewesen. Ganz einfach, weil die meisten von Ihnen, ich auch, schon wieder tot gewesen wären. Also man muss sich klar machen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung vor 200 Jahren lag bei ungefähr 35 Jahren.
Und das lag daran, also wesentlich, dass 40% der Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, sondern vorher schon an den ganzen Infektionskrankheiten gestorben sind, die wir jetzt alle nur noch aus dem Lexikon kennen, also Diphtherie, Polio, Pocken und so weiter und so fort. Das heißt, wir alle, das muss einem klar sein, haben vom Kapitalismus profitiert, von diesem Wohlstand. Da könnte man endlos drüber reden, was die positiven Aspekte waren. Das würde hier aber zu lange dauern. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass der Kapitalismus auch positiv ist, weil man sonst gar nicht versteht, warum es so schwer fällt, ihn zu verlassen. Aber so positiv der Kapitalismus war, er hat eben eine entscheidende Schwäche. Er produziert nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch dieses Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in schwere Krisen zu geraten, um nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen. Und das wissen Sie alle, das ist ja die absolute Banalität. Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Es geht nicht. Im Augenblick tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt Länder, die sind noch schlimmer. Nicht? Kanada, Australien, die USA sind schon bei 5 Planeten. Es gibt aber bekanntlich immer nur eine Erde. Und Katar, da wo die WM war letztes Jahr, die sind schon bei 32 Planeten. Dass wir jetzt noch nicht komplett kollabieren, liegt nur daran, dass andere Kontinente, vorneweg Afrika, ihren Anteil am Planeten noch nicht völlig ausreizen. Aber das ist ja kein Konzept, dass wir faktisch zulasten der Afrikaner leben. Jedenfalls kann man klar sehen, dass der Kapitalismus an zwei absolute Grenzen stößt, die auch schon beide deutlich erkennbar sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber werde ich heute nichts sagen, aber das hat sich ja schon rumgesprochen, dass selbst solche Banalitäten wie Bausand inzwischen knapp werden. Und das andere ist die Umweltgrenze. Also die Klimakrise ist wahrscheinlich das größte Problem, aber keineswegs das einzige. Das wissen Sie ja alle nicht. Wir zerstören auch die Süßwasserreserven, wir zerstören die Humusböden, wir versauern die Ozeane. Also eine breite Spur der Zerstörung. Und wenn wir als Menschheit überleben wollen, muss sich das ändern. Und das, glaube ich, haben die meisten Menschen auch schon begriffen. Die Frage ist eine ganz andere, nämlich was machen wir denn jetzt? Bisher gibt es zwei Konzepte, die breit diskutiert werden. Die werde ich auch mit Ihnen jetzt durchgehen. Und dann kommt meine Lösung. Die wurde ja von Herrn Mackert schon angedeutet. Aber erstmal die beiden Konzepte, die Sie, glaube ich, alle schon kennen. Die erste Idee ist zu sagen, okay, wenn wir hier in Deutschland so tun, als würden wir drei Planeten verbrauchen können, aber wir haben ja nur diese eine Erde, dann verzichten wir jetzt einfach mal auf Konsum. Jeder spart, wo er kann und reduziert seinen Verbrauch. So, diese Idee wirkt auf den ersten Blick wahnsinnig überzeugend, weil es ja nun mal ein Fakt ist, dass die meisten Deutschen im Überfluss leben. Also es gibt natürlich auch Menschen, die arm sind, das will ich jetzt hier überhaupt nicht kleinreden, aber der durchschnittliche Deutsche hat mehr, als er braucht. Das kann man auch in Studien nachweisen. Also besonders intelligent war die Studie vom Umweltbundesamt. Die bestand aus zwei Teilen, die mache ich jetzt mal mit Ihnen. Teil 1 war, dass repräsentative Haushalte gefragt wurden, wie viele Gegenstände sie besitzen. So, und da wurde aber jede einzelne Gabel mitgezählt. Ne? Und das Ergebnis war, der durchschnittliche Haushalt hat 10.000 Gegenstände. Ja, und dann kam der zweite Teil der Studie, das war der eigentlich intelligente Teil. Dann wurden die Leute nämlich gefragt, was sie davon eigentlich im Alltag anfassen. Dann kam raus, es wurden überhaupt nur 5.000 Gegenstände benutzt. Wenn Sie jetzt so selber an Ihre Schränke, Garagen, Keller, Dachböden denken, dann ist es wahrscheinlich auch bei Ihnen so, dass es doch sehr viele Gegenstände gibt, die Sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. So, und wenn das dann irgendwie so ist, dass man nur die Hälfte der Gegenstände überhaupt anfasst, dann ist natürlich ganz naheliegend zu sagen, okay, ich kaufe jetzt gar nichts mehr, bis alles weg ist. Oder, die Ersten lachen schon, ja. Oder ich kaufe nur noch die Hälfte, ne? Wenn ich nur noch die Hälfte benutze, kann ich auch nur die Hälfte kaufen. Und ich spare jetzt hier mal bei meinem Verbrauch, um die Erde zu retten.
Das ist ein naheliegender Gedanke, aber trotzdem beruht er auf einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie unser Kapitalismus funktioniert. Es ist nämlich nicht so, dass Sie ihn hier konsumieren, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, obwohl die Werbung Ihnen das ja jeden Tag erzählt, sondern wir alle müssen permanent konsumieren, um das System zu stabilisieren, um die Arbeitsplätze zu retten. Stellen Sie sich mal vor, jetzt würde ganz Deutschland sagen, ja, wir haben es eingesehen, wir verbrauchen drei Planeten, wir müssen irgendwie runter mit dem Verbrauch und jeder würde irgendwie unkoordiniert anfangen, seinen Verbrauch einzuschränken. Dann hätten wir morgen, nicht in 3 Monaten, sondern morgen hätten wir schon eine schwere Wirtschaftskrise, weil ja die Läden hätten nichts mehr zu tun, die Fabriken könnten ihre Produktion einstellen, es gäbe jede Menge Arbeitslose, die nichts mehr kaufen können und so. Nicht? Also die ganze Krise würde sich durch das System fressen und es wäre eine chaotische Spirale nach unten. Unser System Wachstum braucht, das weiß instinktiv auch jeder. Und Sie alle haben ja sowieso auch an dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten teilgenommen. Das war die Corona-Krise. Nicht, Corona war nicht nur ein Virus, jetzt muss man hier kurz was einschenken, sondern Corona war auch ein beispielloses Ereignis in der Wirtschaftsgeschichte. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Sie erinnern sich, innerhalb von Tagen weltweit ist sowohl der Konsum zusammengebrochen, wie auch die Produktion. Das gab es noch nie. Nicht? Und Sie wissen, der Konsum konnte nicht mehr stattfinden, weil es ja diese ganzen Lockdowns gab. Also man kam nicht mehr in die Läden, Hotels, Schwimmbäder, alles zu. Und auf der Produktionsseite, bei den Fabriken war das Problem, dass ja die Häfen, Flughäfen, Grenzen, alles geschlossen. Die Vorprodukte kamen nicht mehr durch. Die Fabriken konnten einfach nicht mehr produzieren, weil die Rohstoffe fehlten. So, und dann konnte man ja mal sehen, was passiert, wenn weltweit alles zusammenbricht. Sie erinnern sich, da hat niemand gesagt, oh wie schön, jetzt retten wir die Umwelt, sondern alle oder viele wurden panisch, weil sie sich völlig zu Recht gefragt haben, wo jetzt ihr Einkommen hier kommen soll. Also die Arbeitnehmer hatten Angst, dass sie ihre Jobs verlieren, die Fabriken hatten Angst, dass sie pleite gehen. Und in dieser Situation haben alle Industrieländer völlig identisch reagiert. Sie haben nämlich Milliarden und Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, um die Krise zu überwinden und die Wirtschaft zu stabilisieren, damit sie wieder wächst. Und allein Deutschland hat damals 500 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt, nur für Corona. Da war die Ukraine-Krise noch gar nicht drin. Und das war richtig. Nicht, dass Sie mich da missverstehen. Man musste diesen freien Fall der Wirtschaft aufhalten. Denn gerade die Deutschen wissen ja, was passiert, wenn eine Wirtschaftskrise außer Kontrolle gerät. Das ist ja 1929 mit der Weltwirtschaftskrise passiert. Damals wusste keiner, was man macht, wenn so eine Krise auftritt. Also hat man gar nichts gemacht oder das Falsche. Und 1933 war Hitler an der Macht. Nicht? Also wenn also eine Wirtschaft unkontrolliert zusammenbricht und alle Leute die Perspektive verlieren, dann ist eben die Gefahr groß, dass ein rechtsradikaler Führer an die Macht gewählt wird. So, das kann man also auf keinen Fall riskieren, weswegen es auch noch ein zweites Konzept gibt, das auch sehr populär ist. Das geht so. Also okay, wenn der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, dann machen wir eben grünes Wachstum. Grünes Wachstum ist die Idee, auf technische Lösungen zu setzen. Und Sie alle kennen auch das Symbol dafür. Das ist nämlich das E-Auto. Nicht, dass, ja, wahrscheinlich haben einige von Ihnen auch schon eins. Ich will das auch gar nicht verteufeln. So. Aber das E-Auto ist natürlich die Idee, alles bleibt, wie es ist. Die Straßen, die Parkplätze, die Garagen, ganz wichtig, die deutsche Automobilindustrie, alles bleibt, wie es ist, nur der Motor soll sich ändern, nicht? Also bisher hat man einen Verbrennungsmotor, der Diesel und Benzin braucht und nebenher ganz viel CO2 emittiert. Und künftig soll das eben eine Batterie sein und dann tankt man eben Strom. Aber sonst alles wie vorher. Und genau so stellt man sich auch alles andere vor, also grüne Chemie, grüner Stahl, grüne Schifffahrt, grünes Fliegen, grünes Heizen, egal was. Die Technik soll es lösen. So, diese Idee vom grünen Wachstum ist die offizielle Idee aller Parteien in Deutschland, von der Linkspartei bis zur CSU.
Es gibt natürlich viel Streit, nicht? Hat man ja mitgekriegt, Wärmepumpe, Tempolimit, soll es auch Wasserstoffautos geben, ja oder nein. Aber dieser ganze Streit bezieht sich immer auf den Weg und auf die Geschwindigkeit. Aber das Ziel, grünes Wachstum, ist bei allen Parteien identisch. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Europa das Gleiche. Da heißt das Projekt, haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört, Green New Deal. Aber auch der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, der Weltklimarat, fast alle Volkswirte. Jeder ist der Meinung, grünes Wachstum wird das Problem lösen. Das heißt, was ich Ihnen jetzt hier vorstellen werde, um das ganz klar zu markieren, ist eine Minderheitenposition. Wenn es grünes Wachstum geben könnte, wäre ich natürlich der allergrößte Fan, denn ich bin ja begeistert vom Kapitalismus. Eigentlich würde ich gerne weiter in diesem System leben, aber aus meiner Sicht ist völlig klar, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird. Und zwar aus einem völlig simplen Grund. Die Ökoenergie wird nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. So, also auf den ersten Blick ist das eine total erstaunliche Aussage, zu sagen, dass die Ökoenergie nicht reichen wird. Denn man muss sich klar machen, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Welt schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie wir hier im Westen. Also wir haben hier Sonnenenergie ohne Ende. Nur, das wissen Sie ja auch, das bringt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Irgendwie muss man es ja schaffen, diese Sonnenenergie zu bündeln. So, und dafür gibt es nur zwei Technologien, die man im großen Maßstab installieren kann. Und die kennen Sie auch alle. Das sind die Solarpaneele und Windräder. So, und das heißt aber, und das ist, glaube ich, noch nicht jedem Deutschen klar, auf jeden Fall ist es nicht Christian Lindner klar, das heißt, wenn es nur Solarpaneele und Windräder gibt, dass man nur Strom und sonst nichts, nur Strom kann man klimaneutral herstellen. So, das heißt dann natürlich, man muss die gesamte Volkswirtschaft, alles, auf Strom umstellen. Das nutzt nichts, das ist ein ganz häufiges Missverständnis in der Debatte. Das nutzt überhaupt nichts, wenn man nur den Strom, den wir schon benutzen, beispielsweise um hier die Lichter anzumachen, wenn man nur den Strom, den wir schon haben, klimaneutral herstellt. Sondern man muss alles auf Ökostrom umstellen, also auch die Industrie, auch den Verkehr, auch die Heizung. So, und wenn einem das klar ist, alles muss mit Strom laufen, und zwar Ökostrom, sonst würde es ja nichts bringen, dann sind die Zahlen absolut erschütternd. Das sind jetzt die Zahlen vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022. Und da stellt sich dann raus, dass die Solarenergie 2,8% des deutschen Endenergieverbrauches abdeckt und die Windkraft ist bei 5,3%. Das heißt, etwas vereinfacht, wir müssen noch über 90% unserer gesamten Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. Wir sind also nicht am Ende der Energiewende, auch nicht in der Mitte, sondern ganz, ganz am Anfang. So, es ist natürlich klar, es gibt keine Alternative dazu, auf Ökostrom umzustellen. Wir können hier nicht die Welt aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber das ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, was garantiert nichts wird, wenn ganz Deutschland denkt, dass dafür genau ein Mann zuständig ist, nämlich Robert Habeck. Nicht? Das ist dieses Infrastrukturprojekt funktioniert nur, und das muss man ganz deutlich sagen, wenn auch die CSU mitzieht, also auch Markus Söder irgendwie erkennt, worum es geht. Also das ist schon das erste Problem, dass wir noch ganz, ganz viele Windräder, ganz viele Solarpaneele installieren müssen. Das nächste Problem ist dann aber, das wissen Sie auch, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Man muss sich klar machen, dass Deutschland im Sommer 8-mal mehr Sonnenenergie bekommt als im Winter. Das sind also wahnsinnige Schwankungen. Jetzt ist aber der Kapitalismus ein System, das immer Energie braucht, rund um die Uhr. Wir können das nicht machen wie im Mittelalter. Nicht? Im Mittelalter gab es ja auch schon Windräder oder Windmühlen. Und da hat man das natürlich so gemacht, wenn kein Wind war, dann wurde eben kein Getreide gemahlen, sondern man hat gewartet, bis der Wind zurück ist, dann wurde weiter gemahlen. Genau das läuft im Kapitalismus gar nicht. Also obwohl wir jetzt eigentlich nicht viel Strom verbrauchen, weil wir ja vor allen Dingen Öl verheizen und so weiter, selbst heute ist es schon so, dass eine Stunde Blackout kostet 1 Milliarde Euro.
Da sehen Sie also, das muss immer laufen, dieses System. Und das geht natürlich nur, indem man dann Stromspeicher hat, die also vorsorgen für Flauten und für Dunkelheit. Und auch da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, die Sie auch alle kennen. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Grünen Wasserstoff gibt es noch nicht, aber es gibt schon Pilotprojekte und wahrscheinlich kommt er bald. Aber das ist auch ganz klar, Batterien und grüner Wasserstoff sind nicht billig, sondern sie sind teuer. Der dritte Punkt ist, Importe werden nichts daran ändern, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird. Man kann natürlich Energie importieren, beispielsweise indem man in der Sahara Solarpaneele aufbaut und dann da Sonnenstrom erzeugt. Nur das Problem ist, das wird in der ganzen Diskussion gern vergessen, es ist zwar konkurrenzlos billig, in der Sahara Solarstrom zu erzeugen, das kostet nur 1 Cent pro Kilowattstunde, das ist richtig, richtig, richtig billig, aber das Problem ist, dann ist der Strom ja in der Sahara. Wir brauchen den aber hier. Und die Frage ist, wie kriegt man den denn hierher? Also was ausfällt, sind Hochspannungsleitungen, denn das würde bedeuten, dass ganz Italien nur noch ein einziger Mast ist. Also wir müssten so viel, damit Deutschland Strom kriegt, müsste man in Italien praktisch alle 50 Meter, ich übertreibe nicht, alle 50 Meter einen Hochspannungsmast installieren. Es ist nicht vorstellbar, dass die Italiener ihre Landschaft zerstören wollen, damit Deutschland Strom hat. Kann man also vergessen. Also muss man, ist die Lösung nicht, man produziert dann mit dem Sonnenstrom schon in der Sahara Kraftstoffe, Ökokraftstoffe, die man dann leicht transportieren und hier verwenden kann. Darüber könnte ich jetzt ewig erzählen, ist alles sehr faszinierend, aber der entscheidende Punkt ist, das wurde jetzt ausgerechnet fürs Wirtschaftsministerium, und zwar, das war noch unter Altmaier, dass diese Studie in Auftrag gegeben wurde, also die CDU wollte das wissen, das war gar nicht Habeck. Dass, wenn man das dann sich genau anguckt, diese Umwandlung, das Ergebnis ist, dass diese Ökokraftstoffe aus der Sahara wären dann bis zu 41 Mal so teuer wie das fossile Öl, das man im Augenblick in Saudi-Arabien fördern und dann kurz raffinieren kann. So, das ist also eine ganz schlechte Nachricht für den Kapitalismus, dass der Ökostrom wirklich sehr, sehr, sehr viel teurer sein wird als das fossile Öl. Damit ist nämlich eins ganz klar, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, das läuft auf grünes Schrumpfen raus. Und das ist das Ende des Kapitalismus, weil Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Schrumpfen kann dieses System nicht. Das ist nicht das Ende der Menschheit, das ist auch nicht das Ende der Wirtschaft, aber es ist das Ende des Kapitalismus. Vielleicht ist noch nicht jedem klar, warum diese Energiefrage derartig zentral ist und warum man klar sehen kann, wenn Energie teuer wird, das ganze System anfängt zu kollabieren. Und deswegen vielleicht nochmal eine Definition von Kapitalismus. Also vorhin habe ich das ja historisch hergeleitet und gesagt, ja, das ist ein System, das mit der Industrialisierung 1760 in England entstanden ist und sich dann verteilt hat über die ganze Welt. Aber man kann das auch analytisch machen. Und wenn Sie die Definition hören, dann werden Sie sagen, Mann, ist das banal, das hätte ich jetzt auch mir selber denken können. Die Definition ist übrigens von Marx, aber sie ist trotzdem richtig. Wenn Sie das sich dann angucken, dann sehen Sie, dass diese Definition wirklich ihre Tücken hat. Und zwar ist der Kapitalismus ein System, wo man Kredite aufnimmt, um Maschinen zu erwerben, um damit Waren und Dienstleistungen herzustellen, die man mit Gewinn verkaufen kann. Da werden Sie alle sagen, ja, das kommt mir sehr bekannt vor, das hätte ich jetzt auch selber sagen können. Ich bin sozusagen Marx II, jeder von Ihnen. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, diese Definition, dann ist ja ganz klar, dass das Zentrum des Geschehens sind die Maschinen. Da kommt übrigens auch das Wachstum her. Das entsteht durch die Technik. So, und jetzt wissen Sie aber alle, dass diese Maschinen nur mit Energie laufen. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Da tut sich dann gar nichts mehr.
So, und wenn dann klar wird, dass genau diese Energie, die das ganze System treiben soll, aber knapp und teuer wird, dann ist klar, okay, das wird hier nichts mit dem Wachsen, das ist Schrumpfen. Was diese Gleichung auch zeigt oder diese Definition ist, das ist auch sehr wichtig, ein sehr häufiges Missverständnis, auch von sehr berühmten Ökonomen. Die Klimakrise ist nicht entstanden, weil irgendjemand aus Versehen vergessen hätte, Umweltschutz zu machen, sondern die Klimakrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus, ist sozusagen die andere Seite des Kapitalismus. Wenn man klar hat, dass der Kapitalismus im Kern darin besteht, Maschinen zu betreiben und dass diese Maschinen ja nur laufen, weil wir bisher fossile Energieträger verbrannt haben, also Kohle, Öl, Gas, die nebenher immer Unmengen an CO2 emittiert haben, dann ist ja klar, Klimakrise und Kapitalismus gehören ganz eng zusammen. Also die Klimakrise ist also nicht das Gleiche wie das Ozonloch. Das ist aber sozusagen ein Vergleich, der sehr häufig angestellt wird, auch von sehr berühmten Ökonomen. Und Sie wissen ja, wie das war beim Ozonloch, nicht? Irgendwann hat man festgestellt, dass FCKWs, also Fluorchlorkohlenwasserstoffe, das Ozonloch erzeugen. Dann gab es 1987 den Vertrag von Montreal, FCKWs wurden verboten und seitdem schließt sich das Ozonloch wieder. So, und dann schlagen viele Leute vor, ja, dann verbieten wir eben das CO2. Jetzt war es aber bei den FCKWs so, die gab es eigentlich nur in Spraydosen und in Kühlschränken. Jetzt würde ja keiner behaupten, dass die Spraydose das Zentrum des Kapitalismus war. Sondern wenn man keine Ersatzstoffe gefunden hätte, hat man natürlich, aber wenn es keine gegeben hätte, dann hätte man gesagt, okay, Spraydosen gibt es nicht mehr, die werden jetzt verboten, Ende der Durchsage. Aber sie können nicht im Kapitalismus den Verbrauch von Energie verbieten, es sei denn, sie haben eben Ersatz für die fossilen Brennstoffe, nicht? Nämlich Ökostrom, dann ginge das. Wenn man aber feststellt, der Ökostrom wird nicht reichen, sieht man, das wird richtig schwierig, das läuft auf grünes Schrumpfen raus. So, also Ende des Kapitalismus, ne? Das ist klar, dass das kommt. So, jetzt ist die Frage natürlich, wenn man sagt, ja, das ist hier nicht grünes Wachstum, das ist grünes Schrumpfen, dann ist ja die nächste Frage, ja, wohin schrumpft man denn da? Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil grünes Schrumpfen noch nie modelliert worden ist. Das müssten ja die Volkswirte machen, aber die Volkswirte glauben ja alle an das grüne Wachstum. Also kann Ihnen keiner sagen, ob das jetzt minus 10, minus 30 oder minus 50% sind, die deutsche Wirtschaft schrumpfen muss. Der Punkt ist aber, in dem Moment, wo der Kapitalismus schrumpfen muss, kommt er in eine existenzielle Krise, der Laden muss wachsen. Also jede Art von Schrumpfen ist der Tod des Kapitalismus. Aber natürlich für den normalen Bürger ist ja interessant, ja wie weit wird denn hier geschrumpft? Und dann habe ich einfach den Worst Case angenommen und mir gedacht, okay, also mehr als minus 50%, also mehr als Halbieren der heutigen Wirtschaftsleistung, das ist bestimmt nicht nötig. Und dann kann man in den Zahlen der Bundesbank ja genau sehen, wann wir die Hälfte der heutigen Wirtschaftsleistung hatten. Und dann kommt man raus beim Jahr 1978. So, jetzt kann ich ja von hier aus genau gucken, wie alt Sie sind. Und deswegen weiß ich ja auch ganz genau, dass viele von Ihnen, nicht alle, aber viele wissen, könnten sich an das Jahr 1978 bestens erinnern, oder? Und alle, die dabei waren, ich war ja auch schon dabei, alle, die dabei waren, sind, glaube ich, meiner Meinung, dass wir damals so glücklich waren wie heute, oder? Also es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Es gab auch schon Gruppen, die haben dann gesagt, nee, damals waren wir viel glücklicher, weil wir jünger waren. So, das erkennen Sie wieder, genau. Ja, aber das ist ja schon mal schön, nicht? Dass alle, die sich an 1978 erinnern, denken, ja, war okay. Also die nicht dabei waren, nicht? Also es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und man ist auch nicht zwei Tage nach Mallorca geflogen, um da einen Betriebsausflug zu machen, sondern stattdessen ist man mit dem Auto, das ginge natürlich künftig nicht, da muss man dann Bahn fahren, aber früher ist man dann mit dem Auto drei Wochen nach Italien gefahren. Und wenn man die Leute jetzt heute fragt, was eigentlich besser ist, zwei Tage Mallorca oder drei Wochen Italien, dann werden ja viele sagen, ja, so schlimm war das in Italien gar nicht. Außerdem, vieles war auch wie heute, nicht? 1978 war das Jahr,
wo Argentinien auch schon mal Fußballweltmeister war. Und es kam der erste Teil von Star Wars in die Kinos. Also es fühlte sich alles an wie heute, so mehr oder minder. Wobei, um jetzt ein Missverständnis zu vermeiden, das mit anderen Gruppen schon aufgetaucht ist, ich sage nicht, das wäre ja der totale Wahnsinn, dass wir jetzt in das Jahr 1978 zurückkehren sollen, so wie es war. Um zwei Beispiele zu machen, es ist natürlich, wäre ja schlau und auch im Interesse aller, dass wir den technischen Fortschritt, den es seitdem gab, dass wir den behalten, soweit möglich, um jetzt mal ein krasses Beispiel zu machen. 1978, wenn man da als Frau Brustkrebs bekommen hat, das weiß ich sozusagen aus der Bekanntschaft meiner Mutter, dann war das faktisch ein Todesurteil. Brustkrebs hat man früher eigentlich nicht überlebt. So heute ist Brustkrebs immer noch eine sehr gefährliche Krankheit, aber viele Frauen können das jetzt doch überleben, was nur der Medizintechnik zu verdanken ist. Und das muss man ja auch nicht aufgeben, weil diese Technik ja nicht viel Energie kostet. Ne? Und die zentrale Frage wird immer sein, wofür reicht die Energie, wofür nicht. Umgekehrt gibt es natürlich Dinge, die waren schon 1978 ziemlich selbstverständlich, die haben aber trotzdem keine Zukunft. Und dazu gehört aus meiner Sicht das Auto. Ne? 1978 hatten fast alle Haushalte ein Auto, künftig müssen alle Bahn fahren. So bedauerlich das ist. So, Sie sehen also, das Ziel ist klar, nicht? Eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo die Gesamtenergie an Ökostrom reicht, um das ganze System zu befeuern. Die Frage taucht, oder das Problem taucht an einer Stelle auf, die eigentlich nie debattiert wird, nämlich, wie kommt man da eigentlich hin? Nicht? Hier hat man den großen Kapitalismus, der auch noch wachsen muss, um stabil zu sein. Und hier hat man die kleinere Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch so viel verbraucht, wie man recyceln kann. Und jetzt ist die eigentliche Frage, wie kommt man dahin, ohne unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren, mit Millionen von Arbeitslosen, die dann vielleicht auch alle Hoffnung verlieren und geneigt sein könnten, einen rechtsradikalen Diktator zu wählen. So, und um sich jetzt diesem Problem zu nähern, wie kommt man denn jetzt eigentlich in diese Kreislaufwirtschaft, hilft es, vom Ende her zu denken und sich jetzt mal zu fragen, wofür wird der Ökostrom wahrscheinlich reichen und wofür nicht? Und wenn man so rangeht, dann fällt auf, dass einige Branchen keine Zukunft haben. Man muss das wirklich so hart sagen. Also aus meiner Sicht ist völlig klar, dass wenn wir hier klimaneutral leben wollen, man nicht mehr fliegen kann. Und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, einfach gar nicht. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass man Öko-Kerosin technisch herstellen kann. Das ist aber wahnsinnig energieaufwendig, und zwar aus physikalischen Gründen. Daran kann man nichts ändern. Und das andere ist, dass selbst Öko-Kerosin Kondensstreifen hinterlässt, die ja dann auch zusätzlich die Erde nochmal aufwärmen. Also fliegen ist nicht. So, wenn Leute das hören, das will ich jetzt auch gar nicht kritisieren oder lächerlich machen, dann stellen sich alle Leute natürlich sofort die Frage, ja, und wie soll ich jetzt beispielsweise in die USA fliegen, um meine Verwandten da zu besuchen? Und das ist natürlich eine Frage, aber vielleicht kann man ja Schiff fahren. Der Hauptpunkt ist, dass das schon wieder ein Missverständnis ist, weil man aber sehr typisch, weil es dann in der gesamten Debatte, immer wenn es um Klimaschutz geht, geht es um die Konsumenten und um den Verbrauch. Also darf ich fliegen, darf ich Auto fahren und so weiter. Und immer wird über den Konsumenten geredet und seine angebliche Gier und sonst was. Aber das eigentliche Problem taucht gar nicht beim Konsum auf, sondern in der Produktion, in den Fabriken, bei den Arbeitsplätzen. Nicht? Also Sie müssen sich vorstellen, dass allein in Deutschland direkt und indirekt 850.000 Menschen irgendwie mit dem Flugverkehr verbandelt sind. Also wenn man alles zusammenrechnet, Airbus in Hamburg, die Stewardessen, Piloten, Fraport in Frankfurt bis hin zu den Hotels, die davon leben, dass nebenan ein Billigflieger runtergeht, 850.000 Leute. So, denen kann man ja nicht erzählen, wisst ihr was, in einem Jahr haben wir, nee, nicht in einem Jahr, in 20 Jahren, haben wir eine ökologische Kreislaufwirtschaft, sondern die wollen ja wissen, wie sie jetzt ihr Leben finanzieren sollen.
Nicht? Die haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, haben vielleicht ein Haus gebaut, müssen Kredite abbezahlen, wollen fürs Alter sparen und so weiter und so fort. Sie können es sich vorstellen. Das heißt, wenn man sagt, eine ganze Branche hat keine Zukunft mehr, weil der Ökostrom nicht reichen wird, dann muss man sich damit beschäftigen, was eigentlich aus den Angestellten da werden soll. Zudem ist es nicht so, dass die Flugzeugindustrie die einzige betroffene Branche wäre, sondern die Autos habe ich ja schon angesprochen und angedeutet. Natürlich gibt es E-Autos, die fahren ja auch schon rum. Und E-Autos sind auch ein bisschen effizienter als Verbrenner. Aber wenn man immer nur mit dem Tunnelblick auf die Antriebsart starrt, dann entgeht einem, wie verschwenderisch das Konzept Auto an und für sich ist. Ne? Auto ist, ich bewege bis zu 2,5 Tonnen Material, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu bewegen. So, und das wird nicht mehr funktionieren. Dafür wird der Ökostrom nicht reichen. So, jetzt ist es aber in Deutschland so, das ist übrigens eine Zahl des Statistischen Bundesamtes, das ist gar nicht eine Zahl von den Lobbyisten. In Deutschland arbeiten 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt irgendwie in der Automobilindustrie. Man könnte das Problem auch etwas zynisch zuspitzen, nämlich, was soll aus Baden-Württemberg werden? Ja, also Sie wissen, Sie leben im Augenblick im reichsten Bundesland. Aber dieses Bundesland lebt natürlich sehr wesentlich vom Auto. So, und man kann jetzt aber nicht einfach Baden-Württemberg sich selbst überlassen, ne? Wenn man sagt, die Autos gibt es künftig nicht mehr. Also für den Konsumenten wäre das jetzt nicht ein unüberwindliches Problem, nicht? Wenn es keine Autos gibt, wäre das jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja immer noch Bus fahren, wenn man gesund ist. Die Frage ist, was macht man mit den Arbeitsplätzen? Ähnlich dramatisch ist die Lage für die Chemieindustrie. Also die Chemieindustrie, wenn man sie grün umstellen wollte, bräuchte 685 Terawattstunden im Jahr. Das ist natürlich eine total abstrakte Zahl, meint aber, dass allein die Chemieindustrie mehr Strom brauchen würde, und zwar deutlich mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht. Diesen Ökostrom wird es nicht geben. Also die Chemieindustrie muss sich mindestens halbieren. So, aber es ist nicht so, dass es nur die produzierenden Betriebe treffen würde, sondern auch die Dienstleistungen. Viele Dienstleistungen haben keine Chance mehr, wenn die Wirtschaft schrumpft. Vorneweg die Banken. Nicht? Man kann Kredite nur zurückzahlen, wenn die Wirtschaft wächst. Sonst, wenn sie schrumpft, kann man diese Kredite nicht komplett tilgen. Und da geht es um die Kreditsumme selbst, gar nicht um die Zinsen. Aber auch in den Banken sind natürlich Hunderttausende beschäftigt. Und ähnlich wäre es bei den Lebensversicherungen. Also ich nehme ja an, dass die meisten hier im Saal eine Lebensversicherung haben, weil es nämlich so ist, dass wir in Deutschland 84 Millionen Einwohner haben, aber 95 Millionen Lebensversicherungsverträge. Also rechnerisch hat hier jedes Baby schon einen Lebensversicherungsvertrag. Deswegen nehme ich mal an, dass Sie wissen, wie das läuft. Nicht? Man zahlt Prämien ein und wenn dann das Vertragsende erreicht ist, dann kriegt man alle Prämien zurück plus Überschuss. Ist ja völlig logisch, dass es so einen Überschuss nur geben kann, wenn es Wachstum gibt. Noch schlimmer, wenn die Wirtschaft schrumpft, kriegen sie auch die Prämien nicht alle zurück. Das geht nicht bei einer schrumpfenden Wirtschaft, dass alle Prämien zurückgezahlt werden. Also wird sich ja jeder denken, okay, das mit der Lebensversicherung, das lasse ich mal. Aber auch da sind natürlich Hunderttausend oder Hunderttausende beschäftigt. Und nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich als Journalistin da irgendwie auf der Insel der Seligen sitze und mir angucken kann, wie alle anderen ihren Job verlieren. So ist es nicht. Sie wissen ja, die Journalisten leben oder die Medien leben ganz wesentlich von den Anzeigen, von der Werbung. Aber in einer schrumpfenden Wirtschaft, wo alles knapp ist, braucht man keine Werbung mehr. Die Sachen gehen von selbst weg. Das heißt, auch der Journalismus würde sich komplett ändern. Sie sehen also, Millionen von Menschen müssten sich umorientieren, würden erstmal ihren Arbeitsplatz verlieren. Da würde ich aber gerne noch ein Missverständnis irgendwie vermeiden. Es ist nicht so, dass uns die Arbeit ausgehen würde, obwohl so viele Arbeitsplätze wegfallen erstmal. Und das liegt einfach daran, dass der Klimaschutz und die Klimakrise, die ja schon längst läuft, beide werden unendlich viel Arbeit machen. Also der Klimaschutz, nicht, mit den ganzen Solarpaneelen, Windrädern, Wärmedämmung, Wärmepumpen, Elektrolyseure für die grünen Wasserstoff, Gaskraftwerke für den grünen Wasserstoff, Pipelines für den grünen Wasserstoff. Also da kann man bauen ohne Ende, da kann man Millionen mit beschäftigen.
Und die Klimakrise wird unter anderem tragischerweise dazu führen, dass der deutsche Wald, so wie wir ihn kennen, nicht überleben wird. Und dann wird sich auch da die Frage stellen, ja, wer forstet den jetzt wieder auf? Wir müssen in die Ökolandwirtschaft umsteigen, weil wir nicht ständig mit diesen schweren Maschinen den Boden ruinieren können. Das heißt also, Arbeit wird es ohne Ende geben, sondern wieder taucht das Problem woanders auf. Also wenn man die Wirtschaft schrumpft insgesamt, und das heißt ja nichts anderes, als dass weniger Güter entstehen, dann muss auch das Einkommen schrumpfen. Nicht? Man kann nicht das Gleiche wie heute verdienen, wenn nur die Hälfte der Güter da ist. Dann würde es ja eine irre Inflation geben. So, also das Einkommen muss runter, aber ich, damit keiner Panik kriegt, nicht? Nochmal, wir wären so reich wie 1978. So, aber was natürlich irgendwie klar ist, ist, man diesen Umstieg, den muss man organisieren. Das ist ein riesiges Programm, dieses grüne Schrumpfen zu bewerkstelligen. Und dazu gibt es aber bisher nichts. Nicht, sondern es gibt in dieser ganzen Klimadebatte zwei große Lager, die Sie auch kennen. Das eine haben wir schon besprochen, das ist das riesige Lager der Leute, die sagen, ja, grünes Wachstum ist möglich. Und dann gibt es das andere Lager, das sind die sogenannten Wachstumskritiker oder heißen auch Degrowth-Bewegung oder Postwachstumsökonomie. Die sagen völlig zu Recht, nee, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, die Wirtschaft muss kleiner sein. Aber die machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie immer nur beschreiben, wie diese ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen soll, in der man dann eben noch verbraucht, was man recyceln kann. Also da gibt es dann so Debatten wie, wie ist denn das dann mit den Frauenrechten in dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft oder haben da alle ein bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort. Nicht? Also da wird viel Liebe investiert, um diese Kreislaufwirtschaft zu beschreiben. Will ich nicht kritisieren, ist sicher nötig, aber es wird nie gesagt, wie man da hinkommt, sondern da passiert eben der Fehler, dass man die Vision einer Kreislaufwirtschaft auch gleichzeitig für den Weg hält. So, also es fehlt sozusagen irgendwie die Brücke. Niemand sagt, wie die Transformation aussehen soll. Und deswegen habe ich versucht, jetzt mal diese Lücke zu schließen. Und da Sie ja jetzt nicht alle nachgucken können, wie Herr Mackert vorgeschlagen hat in der Taz-Bio, was ich schon alles gemacht habe, sage ich Ihnen jetzt, dass ich unter anderem Geschichte studiert habe. Und wenn Historiker ein Problem sehen oder eine Frage haben, dann machen die immer das Gleiche. Sie gucken nämlich sofort in der Geschichte rum, ob man irgendwo etwas sehen kann, was irgendwie ähnlich ist zu heute, sodass man dann vielleicht was lernen kann. Und unsere Frage ist ja jetzt, gab es schon mal den Fall, dass ein kapitalistisches System geschrumpft wurde, ohne dass gleich das totale Chaos ausbrach? Und wenn man die Frage so stellt, dann fällt der Blick aus meiner Sicht zwingend auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. So, das ist natürlich erstmal ganz komisch, dass nun ausgerechnet der Zweite Weltkrieg irgendwie ein Modell bereithalten soll, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Aber wenn man sich das nochmal anguckt, die Lage der Briten, dann wird die Analogie ziemlich klar, also jedenfalls aus meiner Sicht. Also das Problem der Briten 1939 war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Sie hatten immer die Hoffnung, dass sie das noch irgendwie abwenden können. Und als der Zweite Weltkrieg dann aber ausbrach, war sonnenklar, dass sie nicht genug Waffen haben, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und gleichzeitig war klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde, weil es strategisch so war, das hat auch Hitler gewusst und immer gesagt, dass man den Zweiten Weltkrieg nur gewinnen kann, wenn man Großbritannien einnimmt. Das heißt, die Briten konnten nie da einfach sitzen und sagen, ach, auf dem Kontinent gibt es einen Krieg, ist uns doch egal, wir sitzen auf unserer Insel und gucken mal zu, sondern es war klar, Hitler würde angreifen. So, und in dieser absoluten Notsituation blieb ja nur noch eine einzige Lösung, die wurde auch gar nicht mehr lange diskutiert, sondern gleich umgesetzt. Das dauerte dann auch nur noch Wochen, ne? Das war jetzt auch keine Aktion von Jahrzehnten. Nämlich man musste die zivile Wirtschaft schrumpfen, um in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um dieses ganze Militärgerät zu produzieren, das man jetzt brauchte, also Munition,
Radargeräte, U-Boote, Panzer, Flugzeuge und so weiter. So, und dieser Militärteil ist jetzt für uns nicht interessant, aber interessant ist eben, wie die Briten ihre Kriegswirtschaft und ihre zivile Wirtschaft geschrumpft haben. Davon kann man aus meiner Sicht auch heute lernen. Denn die Briten haben eine neue Art der Wirtschaft erfunden, nämlich eine, wie man es nennen könnte, demokratische, private Planwirtschaft. Also was die Briten nicht gemacht haben, ist, sie haben keinen Sozialismus eingeführt, so wie der zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion praktiziert wurde. Also wie dieser sowjetische Sozialismus funktionierte, weiß ja jeder Deutsche, weil das später auch in der DDR eingeführt wurde. Und das war ja so, alles wird verstaatlicht, nicht? Also in der DDR waren am Ende auch die Imbissbuden staatlich. Und dann wird von einer zentralen Planungsbehörde eben gesagt, was in der bis zur letzten Fabrik und der letzten Schraube zu tun ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Genau diesen Weg sind die Briten aber auch nicht gegangen, sondern da wurde nichts verstaatlicht. Eigentümer und Manager konnten in ihren Fabriken machen, was sie wollten. Aber es gab eben Vorgaben, was noch produziert wird und wie viel. Und die knappen Güter, die dann entstanden sind, wurden vom Staat verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert. Wenn Deutsche hören, es wird irgendwas rationiert, dann denken alle an die Nachkriegszeit zurück und an die Geschichten, die sie von ihren Großeltern und Eltern gehört haben. Weil in Deutschland ist ja nach dem Krieg gehungert worden und alle Deutschen verbinden dann Rationierung mit Hunger. So war es aber in Großbritannien nicht. Da war alles knapp, aber die Briten haben nicht gehungert. Und unter dieser Bedingung war die Rationierung außerordentlich populär. Die Briten haben bis 1954 rationiert. Obwohl ja der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon 1945 zu Ende war. Und dass die Rationierung so populär war, liegt an einem Phänomen, das auch heute genauso gilt. Rationierung ist die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass auch die Reichen sich an einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beteiligen. Dazu gibt es keine Alternative, wenn auch die Reichen beteiligt werden sollen. Denn die Alternative wäre ja zu sagen, ach nee, Rationierung, so viel Staat, wo bleibt die Freiheit? Wir machen lieber Markt und Preise. Aber dann ist ja klar, wenn ein Gut knapp wird, dann gehen die Preise hoch und dann können nur die Reichen sich das noch leisten und der Rest hat nichts. So, das war sonnenklar für die Briten, deswegen waren sie alle für die Rationierung. So, jetzt klingt das natürlich erstmal sehr seltsam, sich vorzustellen, dass so eine Art Kriegswirtschaft unsere Zukunft ist. Denn wir leben ja noch, subjektiv gefühlt, in einer Überflussgesellschaft. Aber der Punkt ist, das muss man sich ganz klar machen, eine Kriegswirtschaft kommt in jedem Fall. Wir haben nicht die Alternative zu sagen, ach, das ist doch so schön mit dem Kapitalismus, das machen wir einfach weiter. Die Alternative, in Anführungsstrichen, die wir nur noch haben, ist zu sagen, okay, jetzt machen wir erstmal nichts. Dann wird sich die Klimakrise so stark verschärfen und auch so schnell verschärfen, dass die Rationierung sowieso kommt. Schon jetzt ist klar, welches Gut in Deutschland als erstes rationiert werden wird. Das ist nämlich Wasser. Nicht? Also Sie wissen, die Dürreperioden nehmen zu, die Hitzeperioden auch. Diese Perioden werden länger und wenn es dann heiß ist, das Wasser verdunstet, es gibt keinen Regen und das Grundwasser ist weg, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer das knappe Wasser noch kriegt. Also ist es die Industrie, ist es die Landwirtschaft oder sind es die Haushalte? Und das Interessante ist, immer wenn ein knappes Gut, wenn ein Gut knapp wird, interessiert sich überhaupt niemand mehr für Markt, Preise und freies Unternehmertum, sondern alle stehen dann direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer das Wasser kriegt. Und der Staat teilt dann auch zu, nämlich physische Mengen, also im Fall von Wasser sind das Liter. Und was das kostet, ist ganz egal. Es geht darum, dass man diesen Bezugsschein hat. Und das ist auch gar keine abstrakte Überlegung, sondern in Ostdeutschland gibt es schon Landkreise, die Wasser rationieren, auf einem sehr hohen Niveau, aber es wird schon rationiert. Und auch die Bundesregierung hat vor ungefähr 4 Monaten eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Und da ist die Rationierung natürlich drin als Instrument. So, mit Wasser wird es anfangen, aber wenn wir hier die Klimakrise laufen lassen, dann wird es auch jederzeit möglich sein, das muss man in dieser Härte sagen,
dass auch in Deutschland Lebensmittel knapp werden. Also es kann sich kein Deutscher vorstellen, aber schon jetzt haben wir sozusagen die Situation erreicht, dass es möglich ist, dass in Nordamerika, Europa und Russland gleichzeitig die Getreideernten ausfallen. Und dann ist Alarmstufe rot. So, und dann wird, ich sage nicht, dass die Deutschen verhungern werden, soweit ist zum Glück nicht, aber da kommt man dann nur noch mit Rationierung durch. Unter anderem zum Beispiel muss man dann Fleisch rationieren, weil man, wenn Getreide knapp wird, muss man die Rinder und die Tiere im großen Stil schlachten, damit es noch reicht. So, also Sie sehen, wenn wir jetzt hier einfach weitermachen wie bisher, landen wir sowieso in der Kriegswirtschaft. Wenn man das verstanden hat, wäre es natürlich schlau zu sagen, okay, wir steigen jetzt schon aus, friedlich, geordnet, rechtzeitig, nicht, um die schlimmsten Kipppunkte im Klimasystem noch zu vermeiden. Jedenfalls kommt das Ende des Kapitalismus in jedem Fall. Deswegen ist das, mein Buch ist auch nicht so gemeint nach dem Motto runter mit dem Kapitalismus, sondern das ist einfach die Beschreibung eines Fakts. Man kann nicht drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Aber bevor Sie jetzt doch so ein bisschen deprimiert sind, ne, letzter Satz. Also wenn ich sage, wir sollen von den Briten lernen und uns ihre Kriegswirtschaft ab 1939 angucken, dann sage ich ja nicht, dass wir wieder so arm sein werden wie die Briten 1939. Es geht ja nur um die Methoden. Nein, wir wären so reich wie 1978. Und das ist doch ein Trost, oder? Ja, das sind jetzt schon vier Fragen, weil Sie habe ich auch als Frage. Also Herr Mackert hatte ja am Anfang gesagt, ja, die Politiker trauen sich das ja nicht und dann haben die Grünen plakatiert, Klima ohne Krise. Ich finde das konsequent und das meine ich gar nicht kritisch, sondern rein beschreibend, dass alle Parteien grünes Wachstum versprechen, weil es ja so ist, dass alle Wähler wollen, dass es grünes Wachstum gibt. Also wenn ich jetzt eine Partei gründen würde und da würde irgendwie draufstehen, Partei für den grünen Verzicht oder Partei für die grüne Kriegswirtschaft oder wem ich dann meine, ja, Sie lachen schon, ja, dann wäre ja klar, was passiert. Das ist nicht mehrheitsfähig, jetzt zu sagen, als Politiker, ich bin für den Verzicht, dann kriegt man keine Stimmen. Das heißt, aus meiner Sicht muss man jetzt nicht die Politiker überzeugen, wenn man einen Wandel hervorrufen will, sondern die Wähler. Die Wähler müssen ihre Einstellung verändern. Dann war die Frage jetzt mit die relative Entkopplung. Sie haben absolut recht, die relative Entkopplung gab es. Damit wird gemeint, dass man Wachstum hat und gleichzeitig der Ausstoß an Treibhausgasen sinkt. Also ich lief ja jetzt mal die Zahlen nach. Seit 1990 ist es so, dass die Wirtschaft in Deutschland um 47% gestiegen ist. Also das ging dann so, ne? Und gleichzeitig ist die Emission von Treibhausgasen um 39% gesunken. Also es ging so runter. Das ist natürlich keine schlechte Nachricht, aber tatsächlich, wie Sie schon vermuten, das reicht nicht. Wenn man sich jetzt fragt, wie muss man diese Reduktion von 39% bewerten, dann sind da eben verschiedene Dinge sehr auffällig. Das erste ist natürlich, dass es kein Zufall ist, dass man als Ausgangsjahr 1990 genommen hat, weil genau da fand ja die Wiedervereinigung statt und die DDR hat natürlich, war wahnsinnig ineffizient, die Industrie hat enorme Mengen an Energie verschwendet, man hatte Braunkohlekraftwerke und so weiter. Das heißt, allein dadurch, dass man die DDR auf westdeutschen Standard gebracht hat bei der Technik, hat man natürlich schon ganz viel CO2 eingespart. Das nächste ist, das gilt auch für alle anderen Länder in Europa, man hat in diesen letzten 30 Jahren die schmutzige Industrie outgesourced. Die ist jetzt in China, nicht bei uns, aber wir importieren das natürlich immer noch. Wenn man nicht nur die Produktion in Deutschland nimmt, sondern auch unsere Importe einrechnet, dann ist diese Entkopplung sehr viel schwächer. Und das Dritte ist natürlich, dass man, wenn man anfängt, CO2
einzusparen und Technik, also technische Möglichkeiten zu nutzen, dann fängt man ja am Anfang, wie die Engländer das nennen, mit den low-hanging fruits an. Also man fängt an mit dem, was einfach ist. Also am Anfang ist es immer einfach zu sparen. Und je länger man sparen soll, desto schwerer wird es. So, und das kommt auch noch hinzu. Das heißt, insgesamt, ich habe das ehrlich gesagt nie für Deutschland angeguckt, aber ich habe es mal für Großbritannien angeguckt, weil Großbritannien immer als ein Beispiel genannt wird, wo auch ganz viel CO2 gespart wurde. Und wenn man sich das dann aber ansieht bei den Briten, inklusive Importe, dann haben die Briten seit 1990 nur 15% der Treibhausgase eingespart. Und das ist natürlich viel zu wenig, weil sie wissen, 2045, das ist das deutsche Klimaschutzgesetz, nicht von Grünen beschlossen, sondern von der Regierung Merkel, also von der CDU, 2045 müssen wir klimaneutral sein. Und das kriegen wir also mit diesem Tempo natürlich nie hin. Und dass man 2045 gewählt hat als Datum für die Klimaneutralität, ist ja jetzt kein Zufall, sondern das ging ja eigentlich darum, die gefährlichen Kipppunkte zu vermeiden. So, also ich sehe das nicht, wie man ohne Verzicht die Treibhausgase runterkriegen soll. Ja, dann war doch die Frage, ja, was ist denn jetzt mit der Bevölkerungszahl? also 1978 waren wir 64 Millionen, heute sind wir 84 Millionen, davon sind aber schon mal 17 Millionen aus der DDR, ne? Oder einfach dazugekommen, weil wir jetzt wieder vereinigt sind. Also die Bevölkerung in Deutschland hat eigentlich kaum zugenommen. Insofern würde ich mal sagen, kann man einfach bei diesem 1978 bleiben. Weil ja bei der ganzen Klimadebatte geht es ja immer um Emissionen pro Kopf. Also ja. Falls Sie aber jetzt die Frage anders, aber so haben Sie ja so gemeint, ganz oft kommt ja noch die Frage etwas anders als bei Ihnen, nämlich auf die gesamte Welt bezogen. Da wird dann gesagt, ja, 1978 waren wir 4 Milliarden Menschen, jetzt sind wir weltweit schon 8 Milliarden, 2050 sollen wir 10 Milliarden sein. Wie soll das denn klappen? Also falls da Interesse besteht, kann ich diese Frage jetzt auch schon beantworten. Unbedingt. Wirklich Erstaunliche ist, dass die Bevölkerungszahl und auch das Bevölkerungswachstum auf den ersten Blick eigentlich bei dieser ganzen Klimadebatte nicht wirklich eine Rolle spielt, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, wir können die Zahl der Menschen gar nicht mehr beeinflussen, weil die Zahl der Menschen weltweit steigt jetzt nicht mehr, weil so viele Kinder geboren würden. Weltweit ist die Kinderzahl pro Frau extrem stark gesunken, sondern Zahl der Menschen steigt deswegen noch, weil im globalen Süden jetzt die Lebenserwartung auch sehr stark zunimmt. Das ist ja etwas Positives, und was auf keinen Fall gehen würde, wäre zu sagen, beispielsweise den Kenianern, wisst ihr, was wir finden, ihr solltet weiter mit 40 im Durchschnitt sterben, während wir hier über 80 werden, das geht ja nicht. So, und dadurch, dass aber jetzt auch im Süden viele Menschen sehr viel länger leben, steigt eben die Zahl der Menschen. Und das andere ist noch entscheidender, die Klimakrise, habe ich ja gesagt, ist sozusagen die andere Seite der Industrialisierung. Die meisten Treibhausgase werden von den reichen Industrieländern und von China emittiert. Der globale Süden hat da gar keine Aktien drin. Sie müssen sich vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie plötzlich Afrika gar keine Menschen mehr hätte, dann hätten wir da genau die gleiche Klimakrise wie bisher. Weil ganz Afrika emittiert 4% der Treibhausgase. So, und da sehen Sie, das Problem ist der reiche Norden. Wir müssen verzichten. Und um das auch noch zu erzählen, auch im reichen Norden muss nicht jeder in gleicher Weise verzichten, sondern es ist völlig irre, wie unterschiedlich die Emissionen sind innerhalb einer Bevölkerung. In Deutschland ist es so, dass das oberste 1%, das reichste Hundertste, emittiert 118 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Und die untere Hälfte, also die ärmeren 50%, emittieren 5,9 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel wie die untere Hälfte pro Kopf. Daraus kann man natürlich klar sehen, wenn die Reichen nicht mitmachen, kann man es schon mal vergessen. Und gleichzeitig kann man sehen, dass die untere Hälfte wahrscheinlich gar nicht verzichten muss.
außer aufs Auto. Ne? Das ist natürlich bitter, aber sonst können die weiterleben wie bisher. Also vom Weltklimarat ist ausgerechnet worden, dass wir klimaneutral wären, wenn jeder Mensch eine Tonne CO2 pro Jahr und Kopf emittiert. Da sind die, ist die untere Hälfte natürlich jetzt auch noch weit weg von mit ihren 5,9 Tonnen. Wenn man sich aber vorstellt, dass Deutschland wirklich Windräder baut, Solarpaneele hat, Speicher und so weiter, dann würde man das wahrscheinlich schaffen, ne, dass Treibhausgase doch sehr stark zurückzudrängen, und die untere Hälfte könnte wahrscheinlich weiterleben wie bisher. Die obere Hälfte in Deutschland muss verzichten, aber ich würde mal sagen, dass alle im Raum hier, mich eingeschlossen, zu dieser oberen Hälfte gehören. Also wir sind gemeint. So, dann noch die Frage mit den Ökonomen, wie die, man polemisch gefragt, zugespitzt jetzt von mir, wie man erreichen kann, dass die mal Licht sehen. Also ich weiß auch nicht, wie man das hinkriegen soll. Und das liegt daran, dass es in der Ökonomie gibt es zwei Schulen, also um es etwas zu vereinfachen, die sich eigentlich immer streiten, nämlich das sind die sogenannten Neoklassiker. Das ist ungefähr das Gleiche wie neoliberal, damit die Leute, die Laien hier sich das auch vorstellen können, was das heißen soll, Neoklassiker. Und es gibt die Keynesianer, also die sogenannten Nachfragetheoretiker. Und diese Schulen sind nie einer Meinung. Also ob das jetzt um den Mindestlohn geht, die Staatsverschuldung geht, die Rolle der EZB geht, die Rolle des Marktes, egal welches Thema, diese beiden Schulen sind immer komplett anderer Meinung. Mit einer Ausnahme, nämlich bei der Klimapolitik. Bei der Klimapolitik sind beide Schulen der Meinung, dass es grünes Wachstum geben muss und geben kann. Und deswegen sind sie alle für den CO2-Preis. So, auf den CO2-Preis gehe ich nur ein, wenn Sie danach fragen. Es ist, aber jedenfalls ist ja interessant, dass beide Schulen dieses grüne Wachstum brauchen. Und das liegt eben daran, dass beide Theorien nur mit grünem Wachstum funktionieren. Bei den Keynesianern, also der Nachfragetheorie, ist das offensichtlich. Die Theorie geht ja auf John Maynard Keynes zurück, aus meiner Sicht der brillanteste Ökonom ever. Aber der hat ja, ist schon 1946 gestorben, und seine zentrale Frage war eben nach der Weltwirtschaftskrise, wie kann man das Wachstum wieder ankurbeln? Das ist ja auch völlig legitim gewesen in dieser Frage, aber es ist eben eine Wachstumstheorie. Und ohne Wachstum kann man die klassische keynesianische Lehre eigentlich direkt aus dem Fenster schmeißen. So, und bei den Neoklassikern ist es nicht so offensichtlich. Das sind die Leute, die immer über den Markt reden und Angebot und Nachfrage und wie sich Preise bilden und so. Aber Fakt ist natürlich, dass auch ein Markt nur funktioniert, wenn man Wachstum hat. Denn in dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft und alles knapp wird, hat man eine Inflation, die komplett außer Kontrolle gerät, und mit einem Markt und irgendwelchen Gleichgewichtspreisen hat das alles nichts mehr zu tun, und das kann man dann mit den mathematischen Formeln der Neoklassik auch nicht mehr modellieren. Also müssen die, wollen die Neoklassiker auch grünes Wachstum. So, das ist natürlich schlecht für eine Disziplin, wenn sich alle einig sind und leider alle, aus meiner Sicht, ne, auf das völlig falsche Pferd setzen. Aber was natürlich die Ökonomen antreibt, ist, dass in dem Moment, wo sie die Idee vom Wachstum aufgeben, das darf man nicht unterschätzen, können sie alle Theorien und alle Lehrbücher komplett vergessen. Da muss man ganz neu nachdenken, von ganz vorne. So, und ich spreche da aus Erfahrung, das machen 60-Jährige nicht gerne. Ja, ich bin ja auch Betroffene. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob Sie mit dieser Verzichtsgeschichte recht haben, dass Politiker, die uns nicht ehrlich sagen würden, worauf wir verzichten müssen, keine Stimmen bekämen. Aber darauf kann man es schwer ankommen lassen, das ist mir klar. Ich nehme aber das Stichwort Verzicht und würde gerne noch Professor Heimerdinger und Professorin Degele einladen. Sie machen ja gerade hier in unserem Haus eine Tagung zum Thema Verzicht. Vielleicht uns schon mal ein kleines Update zu geben von den Themen, die Sie heute besprochen haben, und vielleicht auch eine Frage ableiten an Frau Herrmann. Also wenn Sie möchten,
Berichten Sie uns doch ein wenig. Ja, vielen Dank, Herr Markert, für das Wort. Das ist richtig. Wir tagen seit heute Nachmittag da oben und befassen uns mit diesem sperrigen und so schwierig zu fassenden Begriff des Verzichts. Frau Herrmann, ich habe das auch in Ihrem Vortrag gehört. Auch Sie haben da einen ambivalenten Umgang mit dem Begriff. Am Anfang haben Sie gesagt, privater Konsumverzicht, das ist nicht der Hebel. Keine Angst, da nehmen Sie die Konsumentinnen aus der Schusslinie. Jetzt bei den Fragen haben Sie gesagt, also ohne Verzicht sehen Sie nicht, wie es gehen soll. Die reichere Hälfte, und das sind wir alle, werden um Verzicht nicht drumherum kommen. Wir kämpfen auch bei der Tagung mit genau dieser Ambivalenz, dieses einerseits so notwendigen und doch so ungeliebten Begriffs. Was bedeutet er eigentlich? Ist er freiwillig, unfreiwillig? Ist er ähnlich wie Verbot oder ist er doch ähnlich dem Mangel? Können Sie dazu noch ein bisschen näher was sagen? Welche Rolle spielt denn jetzt diese Verzichtsidee tatsächlich in diesem gedanklichen Szenario, das Sie entwerfen? Wir haben ja diesen Sommer erlebt, was passiert, wenn nur mal die Idee im Raum steht, dass die Häuslebauer künftig mal vielleicht kein neues Auto, sondern eine neue Heizung samt Dämmung kaufen sollen, was da plötzlich für eine Empörung im Raum steht. Und das ist ein vergleichsweise marginales Thema angesichts dessen, was insgesamt auf uns wohl zukommen mag. Welche Rolle wird der individuelle Verzicht auf dem Weg spielen? Ich möchte auch gleich ergänzen beim individuellen Verzicht einerseits, wie können wir das anstellen, beziehungsweise was ist denkbar, Verzicht jetzt nicht nur über Konsum und über Produktion zu denken, sondern die Rolle der Politik und der Öffentlichkeit, also gerade diese Frage, wie ist das überhaupt politisch vermittelbar, mit dem Hintergrund, PolitikerInnen lassen sich nicht für Verzicht wählen, dann brauchen sie gar nicht anzutreten. Ist das die zentrale Größe oder inwiefern ist das die zentrale Frage, ohne die wir uns an die Frage von Verbindung von individuellem Verhalten und strukturellen Verbindungen, Bedingungen gar nicht mehr auseinandersetzen müssen? Oder ist eigentlich das die zentrale Frage, wie wir politisches Handeln mit Bedürfnissen der Öffentlichkeit zusammenkriegen? Ja, also vielen Dank. Das ist, also Sie haben ja beide sozusagen den gleichen Punkt herausgestrichen. Also es ist natürlich, kann ich verstehen, total verwirrend, dass ich am Anfang sage, also dieser individuelle Konsumverzicht, jeder macht irgendwie was und kauft irgendwas nicht mehr, funktioniert nicht, um dann hinterher zu sagen, wir müssen also, hier, da sind noch mehr, die können Sie vielleicht auch noch reinholen, die stehen da auch schon wieder vor der Tür. Hier sind ja noch Sitzplätze. Also und um dann hinterher zu sagen, ja, wir müssen hier schrumpfen und das ist ja auch eine Form von Verzicht. Also mein Punkt ist eben, ich hoffe, das wurde sehr klar, wir müssen unseren Verbrauch reduzieren, aber das geht nicht dadurch, dass der Einzelne das irgendwie individuell entscheidet, sondern das muss man alles makroökonomisch steuern, also staatlich planen, weil man ja immer diese Frage hat, was soll mit den betroffenen Arbeitsplätzen oder Arbeitnehmern werden. Man darf niemals, und das ist der Fehler, der eben in der Diskussion immer gemacht wird, so tun, als gäbe es nur den Konsum. Sondern das ist ja, sind ja immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt den Konsum und es gibt die Produktion. Es gibt den Konsum und die Arbeitsplätze. Und das muss man zusammendenken. Das kann man nicht einfach, was nicht geht, ist, dass man einfach immer nur über den Konsumenten redet und dessen, und ob der gierig ist und ob der zu viel fliegt und ob der so, sondern das, wenn man sagt, die sollen nicht mehr fliegen, dann muss man als nächstes eine Antwort darauf haben, was jetzt eigentlich mit den ganzen Arbeitsplätzen in der Flugindustrie passieren soll. So, das wäre jetzt meine eine Antwort. Dann hatte Herr Heimendinger noch die Wärmepumpe angesprochen, eigentlich nur als Beispiel, aber das ist eine Chance, die ich mir jetzt nicht entgehen lassen kann. Jetzt muss ich noch mal was zur Wärmepumpe sagen. Ja, weil das ist nämlich ein ganz tragischer Fall und zeigt, welche politischen Hürden es noch zu nehmen gilt. Weil nämlich die Wärmepumpe ist, das muss man sich klar machen, die einzige Umwelttechnologie, die wirklich viel, viel, viel effizienter ist als die fossile Variante. Normalerweise ist es genau andersrum, nicht? Grüne Chemie, viel teurer als fossile Chemie. Grünes Fliegen, viel teurer als fossiles Fliegen.
und so weiter und so fort. Die einzige Ausnahme ist die Wärmepumpe, die tatsächlich viel effizienter ist als eine fossile Gasheizung, weil es so ist, dass man mit der Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom kann man bis zu 5 Kilowattstunden Wärme machen. Und sie ist sogar dann effizienter, wenn das Haus nicht gedämmt ist. Sie ist immer effizienter. So, und jetzt hat man es also geschafft, in der Politik die einzige, also durch politische Fehlkommunikation, durch Eigeninteressen der CDU und so weiter, also man muss schon sagen, dass die Rolle von Merz eine Katastrophe ist, hat man es also geschafft, in der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, dass die Wärmepumpe irgendwie alle Leute enteignen würde. So dabei, wie gesagt, nochmal ist sie extrem effizient. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was los ist, wenn man versucht, ineffiziente Umweltlösungen zu installieren, nicht? Wenn man noch nicht mal die super effiziente Wärmepumpe durchkriegt. Also das war echte Tragik. So, und dann komme ich nochmal zu der Frage, die Frau Degele ja auch nochmal in anderer Form gestellt hat. Also wo sollen denn jetzt hier die politischen Mehrheiten herkommen? So ein bisschen ist mir das auch ein Rätsel. Und dazu kann ich eigentlich nur zwei Sachen sagen. Also das eine ist, das hat jetzt Frau Degele nicht wirklich gefragt, aber sage ich trotzdem, dass ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man so als Gesellschaft denkt, dass man nur Lösungen vorschlagen darf, die sofort eine Mehrheit finden. Weil das würde ja bedeuten, dass man eigentlich gar nicht mehr denken muss, denn es wird ja schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. Also die ganze Diskussion kann ja nur vorankommen, wenn es mal Leute gibt, die ganz nüchtern analysieren, kann die Lösung, die die Mehrheit sich vorstellt, eigentlich funktionieren, ja oder nein. Denn wenn das so wäre, dass das grüne Wachstum deswegen kommt, weil alle grünes Wachstum wollen, das wäre ja magisches Denken, nicht? So läuft die Welt ja nicht. So, aber es ist auch klar, dass die Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, kann das funktionieren, was die Mehrheit will, das können nicht Politiker sein, das müssen Leute sein, die nicht auf Stimmen angewiesen sind, also beispielsweise Journalisten, Wissenschaftler, sonst wer, aber der eigentliche Anstoß kann nicht aus der Politik kommen, sondern muss von außen kommen. So, jetzt vielleicht noch zu der Frage, ja, wie funktioniert das? Also ich muss sagen, es funktioniert besser, als ich dachte. Also als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich ja wirklich, das würde keiner lesen. Das kann sich jetzt heute gar keiner mehr vorstellen, aber ich dachte, dass ich in den Selbstverlag muss. Nicht? Also Sie wissen, das gibt es, dass man irgendwo den Text deponiert und wenn dann mal jemand den lesen will, dann wird er gedruckt. So ungefähr stellte ich mir das vor. Also ich habe das Buch nur geschrieben, weil ich das jetzt mal sagen wollte. Ne? Aber jetzt hat es sich ja schon 100.000 Mal und mehr verkauft. Und was eben auch erstaunlich ist, das habe ich noch nie erlebt, jedenfalls nicht mit den anderen Büchern, ist, dass ich sozusagen meine grüne Blase verlassen habe und ich halte jetzt auch Vorträge vor Banken, vor Steuerberatern, vor der Automobilindustrie, vor Ingenieuren und das zeigt mir, dass, also es ist dann nicht so, um das jetzt wieder einzuschränken, dass die Automobilmanager meiner Meinung wären, nicht? Hinterher haben sie immer gesagt, ja, fand ich sehr interessant, den Vortrag, aber ich bin ganz anderer Meinung. aber das ist ja jetzt auch nicht mein Ziel, alle zu missionieren. Aber dass sie sich überhaupt geöffnet haben, zeigt mir, dass auch andere schon dunkel ahnen, dass das nichts wird mit dem grünen Wachstum. Und jetzt auf der Suche nach Lösungen sind. Also die wollen nicht meine Lösung, aber jetzt wollen sie auch irgendwie einen Plan B, ne? Also, dass wir einen Plan B brauchen, das setzt sich langsam als Erkenntnis durch. Ja, also AKWs. Ich glaube, man muss ja erstmal grundsätzlich unterscheiden, das geht auch manchmal in der Debatte, wahrscheinlich nicht hier, aber in der deutschen Debatte immer komplett durcheinander, zwischen lässt man 3 AKWs, die man noch hat, am Netz oder baut man neu. Also wenn man wirklich möchte, wenn man wirklich mit AKWs
ausreichend Ökostrom herstellen will, dann muss man in gigantischem Maße neu bauen. Und egal, was man jetzt zu dem Thema sagt, Entsorgung, das nicht gelöst ist, wir haben keine Endlager und zur Frage der Sicherheit auch nicht gelöst, extrem hohe Havarieraten, ist es einfach so, dass wenn man jetzt die gesamte Welt mit AKW Atomstrom ausrüsten wollte, dann würde das Uran 13 Jahre halten. Also, dass gar nicht genug Uran da ist, fällt nur deswegen nicht auf, weil im Augenblick die AKWs die reine Nischentechnologie sind. Also AKWs decken im Augenblick weniger als 5% des globalen Endenergiebedarfs ab. Und nur deswegen funktioniert das mit dem Uran. Also AKWs, um das deutlich zu sagen, sind keine Lösung. Und sie sind auch, abgesehen davon, werden sie ja immer teurer wegen der Sicherheitsprobleme. Und wenn eine Energieform immer teurer wird, ist auch klar, dass man damit eigentlich kein Wachstum erzeugen kann. Also AKWs bringen nichts. Dann war die Frage, ja, wie kriegen wir denn die Reichen dazu mitzumachen und dann noch die Aktiengesellschaften? Ja, die Frage ist natürlich auch sehr gut. Das fängt schon damit an, das haben Sie, wenn eine Wirtschaft schrumpft, kann es keine Renditen geben mehr wie bisher. Das heißt, diese ganze Börse, Aktienspekulation, das ist alles tot. Und natürlich würden auch die Reichen stark verlieren. Also ich will zwar keine Enteignung und ich will auch keinen Sozialismus, aber natürlich, wenn man sagt, ja, also hier gibt es keine privaten Autos mehr, dann ist natürlich zum Beispiel die reichste Frau von Deutschland, das ist im Augenblick Susanne Klatten, die Eigentümerin von BMW, die wäre dann ja faktisch enteignet. Also sie hätte zwar immer noch BMW, aber es dürften ja keine Autos mehr fahren. Nicht? Also ja, und natürlich könnte sie dann vielleicht Windräder herstellen oder so, aber es ist nicht zu leugnen, dass so eine Kriegswirtschaft ein starker Eingriff in die Eigentumsverhältnisse der Reichen wären. Und dann war eben die Frage, ja, warum sollen die denn mitmachen? Also das wird sicher eine harte Überzeugungsarbeit, ja. Aber man muss ja sehen, dass es zwischen der Klimakrise und dem Krieg doch Analogien gibt, die auch nicht auf den ersten Blick so offensichtlich sind. Nämlich der Krieg ist ja auch so eine Situation, wo die Reichen mitmachen in der Landesverteidigung letztlich, weil ja klar ist, dass, nehmen wir mal England, wenn man überrannt wird von Hitler, war das auch für einen englischen Lord keine attraktive Aussicht, dann Lord unter Hitler zu sein. Das heißt, auch die Adligen haben mitgemacht. Und ähnlich ist es eben bei der Klimakrise. Also man muss schon klar sehen, dass wenn die sich immer weiter verschärft, es auch für Reiche auf dieser Welt keinen sicheren Ort mehr gibt. Weswegen ja Elon Musk, was immer man von ihm hält, sehr weitsichtig ist, wenn er schon die ganze Zeit darüber nachdenkt, auf den Mars auszuwandern. Ja, weil das ist dann auch der einzige Ort, wo man als Reicher sein kann. So, deswegen glaube ich, dass am Ende auch die Reichen mitmachen. Dann war die Frage, ja, was ist denn eigentlich aus der Ökosteuer geworden? Also das wissen Sie vielleicht gar nicht, ist Ihnen nie aufgefallen, aber es gibt die Ökosteuer. Und die Einnahmen daraus hat man verwendet, um den Anstieg der Rentenbeiträge abzuflachen. So, aber genau weil das so ist, keiner hat es gemerkt, nicht? Es wird Energie besteuert und dann ist das bei den Renten, aber keiner begreift das, hat man sich von dem Konzept der Ökosteuer wieder verabschiedet und setzt jetzt also auf ein Konzept, das heißt Energiegeld. Davon haben Sie vielleicht auch schon gehört, dass man, wenn man CO2-Preise einführt, dann die Einnahmen des Staates wieder an die Leute ausgezahlt werden, und zwar pro Kopf identisch. Das steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel drin. Und das hat natürlich dann den Effekt, erstens, die Leute kriegen das Geld zurück, sehen also, aha, Energiegeld, aha, die CO2-Preise, die ich gezahlt habe, sind wieder bei mir. Und zweitens hat es den Effekt, dass es eine indirekte Umverteilung ist, von oben nach unten, weil arme Leute können ja gar nicht so viel Energie verbrauchen, kriegen aber pro Kopf das Gleiche wie alle. Das heißt, sie kriegen dann eigentlich mehr relativ zu ihrem Einkommen. Das ist die Theorie. Dieses Energiegeld scheitert im Augenblick daran, dass der deutsche Staat gar nicht die Kontonummer von jedem hat. Und dann gibt es aber auch noch ein fundamentales Problem.
auf das ich jetzt nochmal eingehen will, weil das ja die nächsten Jahre auch bestimmen wird. Es ist so, dass diese ganzen CO2, also die Einnahmen aus dem CO2-Preis des deutschen Staates gehen im Augenblick in einen Fonds, von dem haben Sie vielleicht auch schon gehört, Klima- und Transformationsfonds. Und aus diesem Fonds wird alles Mögliche bezahlt, die Renovierung der Deutschen Bahn, die Subventionen für Intel in Magdeburg, die Subventionen, ja, haben sich auch schon gefragt, wie das gehen soll, genau aus dem Fonds, dann die ganzen Subventionen für die Wärmepumpe und so weiter und so fort. Und das ist aus meiner Sicht absolut dramatisch als Fehlentscheidung, weil das nämlich dann dazu führt, dass alle zahlen CO2-Preise, auch die Armen. Und genau die Armen werden nie wieder was aus diesem KTF sehen, weil die haben ja keine Wärmepumpe, sondern die Wärmepumpe wird dann eingebaut bei der Mittelschicht und der Oberschicht, die diese Subvention in den meisten Fällen eigentlich nicht wirklich braucht. Und damit wiederholt, und ein ähnliches Phänomen hat man ja auch schon bei der Subvention bei E-Autos, nicht? Alle zahlen und am Ende hat aber nicht jeder ein E-Auto. Und genau den gleichen Fehler hat man auch schon beim sogenannten EEG gemacht, also Erneuerbaren Energiengesetz aus der rot-grünen Zeit von Schröder. Also natürlich war das EEG sensationell effektiv, weil dadurch wurden Solarpaneele und Windräder und so durchgesetzt. Aber es gibt Studien zu den Verteilungswirkungen, die einfach katastrophal sind, nicht? Alle haben diese EEG-Umlage gezahlt, auch die Armen. Aber nur die Hausbesitzer hatten hinterher eine Solarpanel. Und die Förderung von Solarpanelen war so strukturiert, dass man damit eine Rendite machen konnte. Das heißt, die Reichen haben kassiert und die Armen haben gezahlt. Und wenn man sich jetzt fragt, warum die AfD so erfolgreich ist, dann hat das auch mit diesen Dingen zu tun. Also die Unterschicht hat immer das Gefühl, Klimapolitik ist, wenn ich zahlen muss und andere haben hinterher ein E-Auto. So, das ist fatal. Und dieser Fehler wird jetzt mit diesem KTF-Teil schon wieder gemacht. So, das so kleine Exkursion zur heutigen Lage. So, dann war, jetzt mal überlegen, was. Ach, dann kam Kenia, genau. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, das ist völlig richtig. Kenia hat eine Wachstumsrate von 5-8% und über 90% kommen aus Ökostrom, so, oder aus erneuerbaren Energien. Also so, das ist natürlich toll, aber ich glaube, dass man Kenia aus verschiedensten Gründen, mindestens drei, nicht mit Deutschland vergleichen kann. Punkt eins ist, Kenia sitzt sozusagen direkt auf einer sehr aktiven Erdscholle. Wahrscheinlich haben Sie schon alle vom Rift Valley gehört, nicht? Also der östliche Teil von Kenia spaltet sich von dem afrikanischen Kontinent ab. Das heißt natürlich, da hat man Geothermie ohne Ende, die man auch nutzen kann und die genutzt wird. Aber so gut, in Deutschland hat man gar keine nutzbare Geothermie, also Tiefenthermie, außer im Umkreis von München, sonst nicht. Also selbst der Oberrheingraben gibt da nicht wirklich viel her. Also man kann Kenia vielleicht nicht ganz so krass, aber tendenziell mit Island vergleichen. Island ist auch komplett klimaneutral, weil die sitzen direkt auf dem Vulkan und können immer sozusagen die Wärme im Boden nutzen. So, ähnlich ist es in Kenia, das geht uns nicht. Dann ist Kenia natürlich bekanntlich, hat eine viel höhere Sonneneinstrahlung als Deutschland, also kann auch Solarthermie und Solarpaneele viel besser nutzen. Und dann kann man jetzt nicht sagen, dass Kenia eine sehr industrialisierte Wirtschaft wäre. Also diese ganzen Probleme, die wir haben, was machen wir jetzt mit der Chemieindustrie, mit der Stahlindustrie, mit der Autoindustrie, das hat Kenia in dieser Form nicht. Anders gesagt, würde Kenia sich stark industrialisieren und wäre ein wirklich reiches Industrieland, dann würde wahrscheinlich selbst die Geothermie in Kenia nicht mehr reichen. Also so, das wären so meine Antworten. Aber das können wir beim Wein weiter diskutieren. Dann war die Frage ja, wie das eigentlich jetzt ist mit dieser Rationierung und der Planwirtschaft. Und ich würde ja immer sagen, die Firmen könnten doch selbst eigenständig handeln, aber wie viel davon eigentlich übrig bleibt? Ja, diese Frage ist nicht ganz falsch.
Also es wird natürlich, also wenn alles schrumpft, muss die Planung des Staates schon sehr stark sein. Auch da kann man von den Briten lernen und sich nochmal angucken, wie sie die Planung gemacht haben. Das war nämlich nicht so, dass nur Juristen in Ministerialbüros dann irgendwie weltfremd da vor sich hingeplant hätten, sondern das war der Trick bestand daran, dass man, wenn man für eine Branche geplant hat, dann hat man immer die Experten dieser Branche auch beteiligt. Also wenn es um Bäckereien ging, dann haben auch die Bäcker mitgeplant und so. Und so müsste man das natürlich auch jetzt in der Klimakrise machen. Ansonsten ist ja immer die Frage, was ist eigentlich das Steuerungsinstrument? Bei den Briten war es so, man hat einfach Arbeitskräfte und Rohstoffe verteilt auf die Firmen und wer keine Rohstoffe hatte, konnte natürlich auch nicht produzieren. Künftig, also würde es natürlich so sein, dass man einfach den Ökostrom zuteilt. Und da gäbe es praktisch keinen Schwarzmarkt, weil man ja genau sehen kann, wo Strom hinfließt. Dann war jetzt noch die Frage, ja, der CO2-Preis, der würde doch so schön in der Schweiz funktionieren. Also das kann ich jetzt nicht finden, weil die Schweizer haben eine Erhöhung des CO2-Preises in einer Volksabstimmung abgelehnt im Juni und stattdessen machen sie jetzt auch alle auf Subventionen da. Und das, obwohl der CO2-Preis in der Schweiz anders als in Deutschland tatsächlich zurückfließt an die Bevölkerung und die immer sehen können, wie viel sie kriegen, hat das selbst da schon nicht richtig funktioniert. Und ist Klimapolitik auch in der Schweiz hoch umstritten und die SVP, die ja jetzt auch nochmal zugelegt hat, will natürlich auch überhaupt keine Klimapolitik machen. Also letztlich ist es in der Schweiz, läuft es da auch nicht viel besser als hier. Aber jetzt ist ja die Frage, eine grundsätzliche, die Sie gestellt haben, nämlich was ich eigentlich gegen CO2-Preise an und für sich habe. Oder warum, das ist ja die Frage, die da mitschwingt, CO2-Preise nur funktionieren, wenn es grünes Wachstum gibt. Also wenn man das mit dem CO2-Preis ernst nimmt, dann ist ja die Idee, CO2-Emissionen werden stetig teurer, egal wie man das macht, ob als Steuer, als Preis oder als Zertifikat, es wird immer stetig teurer, um die Firmen zu zwingen und anzuregen, zu ermuntern, auf grüne Energie umzusteigen. Dieses System würde super funktionieren, wenn es genug Ökostrom gibt. Dann würden die natürlich alle umsteigen nach dem Motto, fossile Energie ist teuer, Ökostrom ist langsam billiger, ja dann mache ich doch hier Ökostrom. Wenn man aber feststellt, dass Ökostrom auch teuer ist, jedenfalls und alles teurer ist als die heutigen fossilen Varianten, dann ist es eben so, dass man schrumpft und nicht wächst. Und dann führt der CO2-Preis, wenn man unter dieser Bedingung, es gibt gar keinen Ökostrom, aber CO2-Preis wird trotzdem weiter angehoben, dann hat man natürlich das Problem, dass die Firmen dann pleite gehen, dass die Preise in die Höhe schießen, dass man eine Inflation hat und dann hat man das ganze Chaos wieder, das man eben hat, wenn man nicht genug Ökostrom hat. Und dann und dieses ungeplante Chaos ist aber nicht zu empfehlen. Dann ist es besser, man plant. Also da ist es wirklich so, diese Frage, wie viel Energie hat man, ist die absolut zentrale Frage, um hinterher sich für Instrumente zu entscheiden. Aber die Ökonomen machen es genau umgekehrt. Die Idee der Ökonomen ist ja, und ich übertreibe nicht, ich habe mit jedem berühmten Ökonomen diskutiert. Also Ökonomen denken so, wenn wir den richtigen CO2-Preis setzen, dann gibt es die technischen Innovationen, die dafür sorgen werden, dass es genug Ökoenergie gibt. Aus meiner Sicht ist, das muss man noch ganz deutlich sagen, also bisher ist es so gewesen, dass kein einziger Ökonom, mit dem ich gesprochen habe, hat tatsächlich sich für die Technik der Ökoenergie interessiert oder für physikalische Grenzen. Die Empirie in diesen Diskussionen war genau bei null. So, und das heißt ja, dass die Ökonomen so tun, als wären sie Gott. Nicht? Also Gott hat die Welt geschaffen und die Ökonomen denken jetzt auch, wenn sie den richtigen CO2-Preis setzen, dann schaffen sie auch die Welt. Da kann ich nur sagen, nein, leider wird das nicht funktionieren, weil man sich, das hängt ja an technischen Möglichkeiten und an physikalischen Gegebenheiten. Und ich kann jetzt, also deswegen würde ich jedem Ökonomen erstmal empfehlen, sich mit der Empirie auseinanderzusetzen, bevor man wieder mit dem CO2-Preis kommt. Ich musste allerdings feststellen, dass Ökonomen dieses Argument nicht verstehen, dass die Empirie eine Rolle spielen könnte.
Das meine ich total ernst, weil die werden ja so erzogen, dass sie immer mathematische Modelle rechnen. Was das mit der Realität zu tun hat, interessiert gar nicht. Hauptsache, das mathematische Modell funktioniert. Oh. Ja, sie denken, ich übertreibe. Ich übertreibe überhaupt nicht. Sondern das kann man auch bei sehr vielen Nobelpreisen sehen für Ökonomie, die letztlich dafür vergeben wurden, dass man endlich eine Formel gefunden hat, die abbildet, was in der Realität stattfindet und was jeder normale Mensch schon seit dem Mittelalter weiß. Nein, habe ich auch Texte darüber geschrieben, also ich will Sie jetzt nicht mit den Nobelpreisen langweilen, aber es ist irgendwie das ist schon erstaunlich, dass Volkswirte das mit der Technik nicht so interessant finden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Fragen und für Ihre aktive Teilnahme, aber vor allem bedanke ich mich natürlich ganz herzlich nochmal bei Frau Herrmann für den Klartext, den wir heute Abend gehört haben. Das fand ich ganz beeindruckend. Dankeschön.